So, und jetzt heute mal ganz gut gelaunt in die nächste Ghostfly-Session. Ja, ich weiß nicht, ich bin einfach gut drauf. Heute lief wirklich mein Tag einfach perfekt. Aufgewacht, gut geschlafen und dann, also das ist so generell schon mal das, die halbe Miete eigentlich. Wenn man nicht gut schläft, dann wird es auch meistens kein guter Tag. Nee, einfach aufgewacht, gut gepennt, ja, war einfach alles perfekt. Hab dann sogar heute Morgen noch mein kleines Trainingsziel erreicht. Und ja, super. Einfach super. Hab gerade meine Ruhe, kann ja Musik hören und so weiter. War schon draußen. Wir haben ein Wetter, das ist unfassbar. Wir haben aktuell 16,5 Grad. Ich wohne in Alpen, auf 800 Metern Höhe. Ja, unser Skigebiet hat noch offen. Müsst ihr mal vorstellen. Ich war vorher draußen in kurzer Hose und T-Shirt und die anderen sind oben im Skifahren. Das ist... keine Ahnung, das ist unbeschreiblich irgendwie. Es ist verrückt. Also, ich meine, ich würde eigentlich auch liebend gern Skifahren gehen, aber es ist halt nur nass. Es ist halt nur nass, der Schnee ist halt nur sulzig und... Ach, ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich nicht so der Freund. Und vor allem, es sind Ferien, das heißt, die ganzen Sonntagsfahrer sind unterwegs, auf den Straßen und auf den Pisten sogar. Ja, das ist nicht mehr so meins irgendwie. Also, ich fahre halt auch gern schnell und dafür kannst du halt einfach dann, also dafür brauche ich Platz und ja, brauche vor allem eine Piste, die halt nicht aus, keine Ahnung, 80% Wasser besteht oder so. Ja, also, ich habe gerade meine Webcam offen und ich kann euch gar nicht in Worten beschreiben, wie viel da los ist. Also, auf der Piste sind so 50 Meter Pistenabschnitt zu sehen, auf der Webcam. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Wenn ich keine doppelt gezählt habe, 25 Leute sind auf 50 Meter Pistenabschnitt. Es ist irre. Alter, da ist so viel los. Und ja, vor allem das Problem ist halt, je schwerer der Schnee ist, desto mehr Schaufeln hat der Skifahrer und Snowboarder hat dann immer diese Haufen auf. Und es ist halt extrem nass, weil es extrem warm ist und es extrem viel los, weil Ferien sind. Und da denke ich mir so, nope. Hä? Warte mal, was? Was? Warum? Was? Was habt ihr? Wo ist denn hier? Keine Ahnung, was er geschrieben hat. Ich weiß jetzt nicht, ich muss irgendwie dann irgendeine Premium-Map kaufen oder so. Was? GoTP? Cursed. Was, ich soll bei 117 leveln die ganze Zeit? What? Nicht sein Ernst. Get a ticket. Strategie. Gut, dann holen wir uns mal so ein Ticket. Ich meine, hätte ich auch drauf kommen. Shit. In halt wirklich exakter Sekunde porte ich mich halt weg. shit. Verdammt. Egal. Wie hieß der? Soll ich ihn mal anschreiben? Warum ist das ganze Zeug hier ungefiltert, Junge? Okay, schauen wir, wie viel das Ding kostet dann. Ah ja, okay, das geht ja. Warte, was? Bis 129, ja, easy. Gut, okay. Dann würde ich sagen, rein da. 5 Channel gleich, okay. Kann das Ding fliegen? Ah ja, es kann fliegen, genau. Da bin ich. Ich kann nicht folgen. Warum kann ich folgen? Nee.
Okay, was haben wir hier? Wir haben hier... Ich kann es halt vom Board auch nicht, aus nicht sehen. 119, das ist doch super. Oder ist das super? Was bin ich? 111, okay, das ist super. Es ist tatsächlich super. So, ja, dann muss ich sagen, let's go. 44k Damage, ja, ganz nett. Steigen die XP noch, oder? Das Gefühl kriege ich irgendwie nur noch 0,4 oder so. Wenn es hochkommt. Bin mir gerade auch nicht ganz sicher. Das ganze F1-Geklicker nervt mich gerade. Nee, stopp. Ah, lol. Ich dachte gerade, hä? Wie geht jetzt das? Aber genau. Ich habe die Taskleiste von mir ausgeklappt wieder, nach x Jahren. Und das war hinter der Taskleiste, glaube ich, oder? Nee, es war... Keine Ahnung, was war. Es war einfach weg. Okay, nein, haben noch 5 Level vor uns. Und dann kann es richtig losgehen. Da bin ich echt schon super hyped drauf. Das wäre cool. Ja, läuft. Läuft. Ganz gut. Nee, aber bei uns ist wirklich so krass warm. Das könnt ihr euch eigentlich gar nicht vorstellen. Das kann sich eigentlich generell keiner vorstellen, gerade momentan so. Also so Februar ist bei uns eigentlich super kalt. Also ich meine, Januar halt meistens generell. Aber Februar, also wir haben halt da in der Regel... Boah, lass uns mal überlegen. Wie kalt haben wir es im Februar so meistens? Im Schnitt. Ja, minus 10 so, denke ich mal. Minus 5 bis minus 10 ungefähr. Jetzt haben wir einfach plus 16, beziehungsweise... Ja, vielleicht schaffen wir sogar noch die plus 17 Grad. Alter, das ist halt komplett krank einfach. Also ich weiß nicht, was es liegt, dass es halt so warm ist, weil... Ich meine, ich weiß, es gibt so die Fraktion, die sagt so, ja, halt, Klimawandel und so. Aber das Ding ist, wir reden halt von effektiv, keine Ahnung, 20 Grad zu warm oder 20, 25 Grad zu warm. Oder 26, 27 Grad im schlimmsten Fall sogar. Ich muss halt sagen, ich weiß es nicht, also... glaube halt eher nicht so. Also ich weiß es nicht, aber es ist halt so viel zu warm irgendwie. Und ich meine, ein Freund von mir wird dann wieder sagen, so ja, das ist halt der Chatstream und so weiter und der verändert sich halt, ist nicht mehr geradlinig, sondern halt so wellenförmig. Aber na, ich weiß nicht. Ich meine, wir haben ja in ganz Europa solche Temperaturen irgendwie. Was ziemlich verrückt ist. Und USA sagt, wir müssen anders. Also sind wir im Prinzip genau das Gegenteil. Ich weiß es nicht. Aber also damals bei uns in der Schule gab es immer dieses Thema Polsprung, also Polwechsel quasi. Nordpol wird zu Südpol, Südpol wird zu Nordpol. Und also ich kann mir nicht helfen, aber das Ganze momentan zumindest, also jetzt gerade dieses Jahr, fühlt sich irgendwie mehr nach Polsprung an als irgendwie nach Klimawandel. Weil, also du kannst halt mit 1,3 Grad durchschnittlicher Erwärmung kannst du keine 27 Grad mehr im Februar erklären. Also es funktioniert eigentlich nicht. Und ja, was soll man sagen? Ich meine, damals, generell so Polsprung ist eigentlich relativ gut untersucht, schon seit sehr geraumer Zeit. Und das Interessante ist eigentlich so, also das ist wirklich interessant, man muss sich mal damit auseinandersetzen. Auch die ESA, also die European Space Agency, glaube ich, heißt die oder so, hat dazu ein paar Sachen veröffentlicht und so. Und es ist echt interessant. Also beim Polsprung ist es nämlich genau so, wie es eigentlich aktuell ist. Das heißt, im Prinzip Wetterlagen, die komplett konträr zur Jahreszeit sind und
Ja, halt eben genauso, also wir haben ja genau eigentlich so diese zwei Fronten, einmal halt quasi so Europa und einmal halt so die andere Seite, so USA-Richtung und so. Und ich meine, die USA erlebt aktuell immer, ich will nicht sagen pauschal immer kältere Winter, aber die haben aktuell wirklich schon sehr kalte Winter. Und letztes Jahr hatten die diesen krassen Blizzard, da selbst Texas, das ist ein Wüstenstaat, müsst ihr mal überlegen, hatte einfach Schnee und hatte Minusgrade und so, bei den ganzen Wasserleitungen und Stromleitungen halt in den Arsch gegangen. Und Europa hatte einfach einen Plus von 27 Grad und so, zumindest aktuell halt heute. Und auch die letzten Tage haben wir halt mindestens 20 Grad zu warm. Oder mehr sogar, so, die ganze Zeit 20, 25 Grad zu warm aktuell. Und ja, es geht halt wirklich schon stark in die Richtung. Also wir haben halt genau das, was eigentlich damals so prophezeit wurde, wie halt ein Polsprung halt ablaufen würde oder wie das sich halt eben dann so wieder entstehen würde und so. Und effektiv muss man sagen, genau das zeichnet sich eigentlich aktuell ab. Und seit 2019 hat man ja eh schon eine Polwanderung, ich glaube, so nennt man das, von 65 Kilometer pro Jahr gemessen. Das heißt, die ganzen Schiffe und so, die ganzen Schiffskapitäne müssen jedes Jahr ihre Kompasse neu kalibrieren lassen. Also nicht nur Kompasse, sondern halt generell alle ihre Instrumente. Und ja, für die ist das schon mal ein riesiges Problem und auch Flugzeuge haben das schon mal ein Problem und so. Und also es scheint halt irgendwie schon so, als wäre der Polsprung irgendwie halt voll im Gange und halt auch so das Wetter, was wir aktuell erleben. Also wie gesagt, also in meinen Augen kannst du das halt nicht erklären mit, ja, halt hier CO2 und da halt 1,3 Grad wärmer und deswegen ist es hier 30 Grad wärmer. Deswegen kann ich hier in kurzer Hose im Februar in den Garten rausgehen. Also das ergibt halt für mich irgendwie keinen Sinn, ganz ehrlich. Und es würde Sinn ergeben, wenn es halt dann, wie gesagt, dieses Wetter dann so, also geografisch gesehen auch wirklich wellenförmig verlaufen würde. Aber wenn halt in ganz Europa einfach eine Scheißhitze herrscht, ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Und ja, irgendwie, es spricht halt immer, also keiner spricht halt gefühlt irgendwie so wirklich darüber. Keiner spricht irgendwie auch so über vulkanische Aktivitäten, so. Es gibt immer nur so ein Thema. Und dieses eine Thema wird immer totgetreten, irgendwie. Aber zum Beispiel dieser Ring of Fire, also quasi dieser Ring, der einmal um die Erde quasi geht, mit den ganzen Vulkanen und so, der wird aktuell immer aktiver und immer mehr Vulkane brechen aus und so. Und vor allem auch die großen, dicken Dinger, die werden immer aktiver und so. Was halt schon problematisch ist, weil, naja, es gibt halt schon auch so ein paar Supervulkane, die halt ausbrechen könnten. Wo man halt, wo zum Beispiel Wissenschaftler sagen, irgendwann zwischen in den nächsten 20 bis 600 Jahren oder so, was halt extrem nahe in der Zukunft ist, weil man muss ja bedenken, so ein Vulkan, der halt auch mal 10.000 Jahre schlafen kann, das sind halt 20 bis 600 Jahre halt verdammt wenig. Und naja, irgendwie, also da spricht dann auch wieder so keiner drüber. So, das ist in der Vergangenheit, das ist außerhalb der Legislaturperiode, das ist uns egal. Und ja, halt genauso was wie Polsprung und so. Das ist halt, ich meine, also, soweit ich weiß, sollte man darauf schon vorbereitet sein, weil es halt gar nicht mal so lustig ist. Also, ja, ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, ich kann aber nur sagen, was ich so weiß, was ich so sehe und so. Und, also, in meinen Augen kann man das halt einfach jetzt nicht mehr wirklich damit erklären, dass es halt einfach generell immer wärmer wird und so. Das ist es halt einfach nicht. Und ich meine, wir haben eben, ach, ganz interessantes Ding vor allem. Wir haben ja auch dieses Phänomen zum Beispiel, dass bestimmte Wüsten, wie zum Beispiel die Sahara, grün werden in großen, also nicht in großen Teilen, aber in Teilen. Also die fangen jetzt an, immer mehr halt zu ergrünen. Und auch das war halt, ist so eine Sache, die, glaube ich, schon in den 40er, 50er Jahren damals prophezeit wurde. Dass eben bei einem Polsprung passieren würde. Also im Prinzip einfach, alles wird sich einmal reversen quasi. Und lustigerweise, vor ein paar Tagen haben wir irgendwie auch gab es auch einen Artikel und eine Studie, dass es in Europa zu einer kleinen Eiszeit kommt. Auch exakt das, was halt bei einem Polsprung passieren würde. Also, ich weiß es nicht. So, es ist so, es wird aktuell alles mit Klimawandel und so begründet, aber das, was ich halt sehe, ist halt genau das, was eigentlich drauf zutrifft, auf einen Polsprung. Und das Ding ist, die Klimawandelthesen werden meistens eher an die Realität angepasst.
und nicht andersrum, sondern und die Polsprung-Theorien und die Polsprung-Forschung, die halt wirklich schon viel älter ist, die hat halt das genau schon vor Jahrzehnten oder vor, ich sag jetzt mal, teilweise knapp 100 Jahren vorhergesagt. Ja, weiß ich nicht. Also, klar, ich meine, so beim letzten Polsprung ist irgendwie ein Großteil der Menschheit gestorben. Ist das Ganze natürlich in das Schutzschild der Erde halt zusammengebrochen. Und es wird halt auch wieder passieren, wenn es soweit ist. Und ich meine, vielleicht will man auch, ich will jetzt nicht sagen, davon ablenken, aber vielleicht will man auch das gar nicht so thematisieren, weil halt das nicht nur irgendwie so ein Thema ist, wo man sagt so, oh, es wird 2 Grad wärmer, die Ozeane steigen um 0,3 Meter bis 2100 oder so, sondern halt so wirklich so holy shit, so, das ist halt wirklich ein existenzielles Problem. Vielleicht will man halt einfach auch so große Dinge einfach gar nicht thematisieren. Kann ja auch sein, ich weiß es nicht. Es ist einfach mal so in den Raum geworfen. Ich meine, stell mal vor, irgendwie Scholz stellt sich hin und sagt, ja, jetzt haben wir hier einen Polsprung. In 22 Jahren bricht der Schutzschirm der Erde zusammen. Die UV-Strahlung wird so krass, dass man im Prinzip eigentlich draußen schon mehr oder weniger verbrennt. Es gibt entweder nur noch Eiszeiten in bestimmten Orten und in anderen Orten gibt es dann nur noch 60, 70 Grad oder so im Sommer. Natürlich, ich glaube, das wird halt für so ein bisschen Unruhe sorgen. Das wird für noch mehr Unruhe sorgen als irgendwelche Bauernproteste oder so. Das, ja, kann natürlich auch sein. Also ich weiß es natürlich nicht. Wie gesagt, das ist einfach nur so meine Meinung. Aber was ich halt so sehe, ist aktuell schon, ja, halt nicht so gut. Und ich meine, der Polsprung wird auch aktuell gemessen und der bewegt sich halt schon in verdammt, also der bewegt sich sehr verdammt schnell. Ich meine, müsst ihr überlegen, die Erde hat einen Umfang von 40.000 Kilometern. Das heißt, wann? Oh Gott, 20.000 Kilometer wäre dann die Distanz für den kompletten Polsprung, oder? Oder? Ja? Nein? Ja? Doch? 20.000, denke ich mal, glaube ich. Ja, 20.000 gibt es dann. Und wenn wir halt eben bei 65 Kilometer im Jahr sind, wie es auch schon vor ein paar Jahren war, das heißt, ich meine, 10 Jahre 56 Kilometer, Ich weiß es nicht. Also, finde ich jetzt irgendwie ein bisschen beunruhigender, als wenn die Wissenschaftler sagen, jetzt haben wir 1,3 Grad Erwärmung und in 5 Jahren haben wir 1,35 Grad Erwärmung und Also, ich weiß es nicht. Es sind einfach mal so ein paar Gedanken, die ich gerade irgendwie habe. Wo ich mir zumindest gerade momentan Gedanken mache, weil ich da halt aktuell eine ganz andere Gefahrenlage sehe, als jetzt irgendwie solche Kleinigkeiten mit Klimawandel und so. Also im Vergleich ist es halt wirklich ein Witz, einfach wirklich ein Witz. Und ja, also es ist alles ein bisschen dubios irgendwie so. Keine Ahnung. Ich meine, vielleicht und hoffentlich ist es nicht so, weil das wäre natürlich echt, das wäre ein Problem. Und das Ding ist natürlich auch, es gab immer so Andeutungen für den Polsprung. Übrigens, nächste ist mehr als überfällig. Ich glaube, die kommen alle, was war denn das? Alle 100.000 Jahre und das war jetzt, glaube ich, seit, keine Ahnung, sehr viel längere Zeit auf alle Fälle keiner mehr. Also das ist ja mehr als überfällig. Das heißt auch, also hat sich ja schon im Prinzip angekündigt und der wird halt kommen und muss halt kommen. Alle 10.000 Jahre, glaube ich, war das, oder? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Ich muss nachgoogeln. Habe ich es noch eingespeichert? Oder waren es 10.000 oder? Hier, warte mal. Nee, stopp, hier. Er kommt im Durchschnitt alle 200.000 Jahre und der letzte war vor 780.000 Jahren. Also das heißt, er ist halt schon mehr als überfällig. Weil man zusagen muss, es gab halt irgendwie auch, also manche schreiben von weniger, manche schreiben, hier, der letzte war angeblich, also die, das Magnetfeld kehrt sich immer wieder um, zum Beispiel vor 42.000 Jahren. Also ich weiß nicht, die einen schreiben von 42.000 Jahren, die anderen schreiben von
87.000 Jahren? Ich habe keine Ahnung. MDR schreibt auch vor 42.000. HNA.de schreibt wieder von 2000, also keine Ahnung. Also ein bisschen strange. Aber es wird wissen, also beide schreiben halt, dass es bevorsteht. Man kann sich zwar irgendwie gefühlt nicht einigen, ob das jetzt alle 200.000 oder alle 40.000 so kommt, aber es steht halt bevor irgendwie. Deswegen, ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Kann ich euch mal empfehlen, euch einzulesen, das ganze Thema. Ist sehr interessant. Und ist auch wirklich mal so ein Thema, was so ein bisschen was anderes ist, außer halt irgendwie die ganze Zeit Klima und Co. Also hier zum Beispiel, die ESA schreibt auch, die Feldstärke hat es in den letzten 150 Jahren um 10% verringert. Allerdings gibt es eben auch, ich glaube auch von der ESA selbst sogar, Erkenntnisse, die nur relativ neu sind, dass auch so ein Polsprung nicht in mehreren tausend Jahren vonstatten geht, sondern auch in 100 Jahren vonstatten gehen kann. Tja, das ist halt fraglich. So, 113 sind wir schon mal. Läuft schon mal ganz gut eigentlich. Achso, da ringen keine Amplis mehr, oder? Der Amplis? Fuck, hat keine Amplis mehr an. Shit. Ringt einen neuen Buff oder so? Hat noch nicht, okay. Ab 120 kriegen ganzen coolen Buffs. So, XP 5,18. 5,52. Okay, es wird ein bisschen weniger. Es wäre natürlich jetzt schön, wenn irgendwer die Buffs hier oben anmachen würde. Das wäre schon sehr geil. Alter, bei mir ist so warm hier drin. Ich könnte euch das nicht vorstellen. Ich hatte heute die ganze Nacht die Heizung aus. Mein Zimmer ist richtig ausgekühlt. Ich hatte 16,4 Grad in meinem Zimmer. Das ist krass wenig. und ja, also ich meine, ich habe jetzt 20 Grad im Zimmer. Ich habe keine Heizung an. Also mein PC, ich habe jetzt auch nicht sonderlich viel gezockt. Ich war nicht mal im Zimmer eigentlich drin. Es ist einfach nur, weil es so krass heiß irgendwie ist. Also ich hatte letztens mal, als richtig reingebrannt hat hier, die Sonne, hatte ich eine Temperatur von 27 Grad im Zimmer erreicht. Das war vor ein, zwei Wochen ungefähr. Im Winter. Also, das ist total irre. Aber hey, ich meine, Scheiß auf Heizung. Wortwörtlich Scheiß auf Heizung. Nee, nicht wortwörtlich, aber Scheiß auf Heizung, weil ich brauche hier nur lüften. Brauche nur ein bisschen die Wärme drin lassen. Das ganze Zimmer wärmt sich so krass auf, dass ich zwei Tage lang nicht heizen muss. Ohne Witz. Also ist schon krass. Okay, 23 Minuten. Ich denke mal, ich werde das weiter lernen gehen. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.